Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lego Batman. Und wir gehen direkt ins nächste Level, ins nächste Kapitel. Und zwar Kapitel 5, Pinguins Höhle. Das müsste auch schon das letzte Kapitel der Pinguin... Also dieser des Pinguin-Hauptkapitels sein. Oswald Chesterfield Cobblepot, auch bekannt als der Pinguin, ist ein teuflischer Boss der Unterwelt, den man selten ohne seinen Regenschirm sieht. Er kann mit diesem Regenschirm in der Luft gleiten und hat Pinguin-Bomber unter seinem Hut, welche er jederzeit freilassen kann. Ja. Oh. Oh, oh. Okay. Ach ja, die süßen Pinguine. Alles so gelogen. Saugefährlich. So. Ey, was? Hallo? Warum? Muss ich das verstehen? Wo kommt ihr denn her? Hä? Ja, oh. Ciao, Batman. Es tut mir leid. Hey, weg mit euch. Hopp. Hallo. Weg. So, Freunde. Was ein Start hier wieder, wa? Aber wo kamen auf einmal diese Rotkapuzen her? Ah, die mit den roten Kapuzen, ne? Das ist ja wild. Hier. Wilder Anfang. So. Wollen wir uns erstmal hier ein bisschen Luft verschaffen. Was haben wir da? Wir haben den Gleiter Batman. So. Ich weiß ungefähr warum. Ciao. Ciao. Ah. Ich meine, diese Pinguine, die treffen aber auch gut, ne? Ach du Heiliger, ey. So, jetzt ist er aber ins Wasser gefallen. Haha. Haha. Ich glaube, irgendwie das Wasser wird, glaube ich, uns Schaden zufügen, oder? Will ich es austesten? Ich weiß es noch nicht. Wir warten mal, bis Robin hier ist. Dann kann ich einen Sicherheitsmove machen, damit wir nicht wieder die ganzen Stats verlieren, weil wir haben schon den halben Superhelden fertig. Ah, da ist ein... Georg! Junge, was ist los? Weg! Zwisch ab, hör mal! So! Ja, die Brücke bauen wir sofort auf, keine Sorge. Oh, nice. Sehr schön. Und wir pumpen gleichzeitig hier so ein Rettungsschiffchen auf. Also anscheinend kommen wir da wirklich nicht... oder können wir da wirklich nicht rein? Ich versuch's einfach mal. Oder? Okay. Ach doch, wir können doch da rein. Ah, okay. Ja, gut. Habe ich mir jetzt wesentlich schlimmer vorgestellt. Können wir denn da... Ja. Wie kommen die Blauen dran? So, gut. Wir können durchs Wasser. Das macht die Sache alles wesentlich leichter. So, hier kommen wir natürlich noch nicht rein. Können wir hier nicht hoch? Hm. Wie kommen wir denn darüber? Wie kommen wir denn darüber? Also hier können wir auf jeden Fall nicht hoch. Dann müssten wir ja irgendwie... Ach, okay, nee. Schon gut. Oder? Hallo? Dieser Gleiter, ich sag ja, der ist cool. Aber auch manchmal nicht. Nee. Hä, wo geht's denn jetzt hier weiter? Hä? Ja, könntest du einfach bitte hoch. Dankeschön. Dankeschön, Batman. So, nee, das reicht nicht. Ja, gut.
Das erschließt sich mir jetzt gerade nicht, wo wir da hin können. Also ich weiß gerade nicht. Ach, Moment, ich bin wieder. Ich vergesse wieder hier die. Ja, okay. Ich vergesse wieder hier unseren Batarang. Ich bin dumm. So, hier bauen wir wahrscheinlich eine Heizung. Ja, natürlich. So, die können wir nicht kaputt machen, okay. Können wir sie jetzt kaputt machen? Nö. Leider nicht. Haben wir hier noch irgendwelche Stats? Ne, aber den Taucheranzug. Doch, haben wir doch. Ha! Nice. So, wir haben den Taucheranzug. Damit können wir den Schalter umlegen und uns eine Brücke bauen. Die... Achso, die ist unten gestützt. Ich dachte schon, die so in der Luft hängt, aber die hängt ja gar nicht in der Luft so wirklich. Kannst du bitte da hoch? Danke. So. 6 von 25 Bürgern in Gefahr haben wir schon. Auch sehr schön. Oh, da können wir runter. So, wir haben den Superhelden, deswegen können wir das jetzt mal ausprobieren. Oh, da, ja, können wir nicht mehr hin. Ich dachte, da hätten wir auch noch hingekonnt. Nein, leider nicht. So, 2 von 3 Karotten. Bevor wir da reingehen, gucken wir mal. Vielleicht ist ja hier die nächste Karotte oder einfach nur etwas zum dorthin gleiten. Nice. Unser erstes Minikit in diesem Level. Oh, Catwoman und Pinguin. Steht da sogar. Nice. Ja. Okay. Er hat erstmal weggebasht, Junge. Warum auch immer. So, jetzt gucken wir uns aber mal hier um. Oh, guck mal. Hallo? Hallo? Danke. Da ist ein Minikit. Ja, die sind wieder hier ordentlich versteckt, wa? Ah, verdammt. Ich dachte, wir könnten hier über den, kannst du abhauen? Und du auch, bitte. Du erst recht, mein Freund. So. Können wir da irgendwie vielleicht hoch, uns hoch cheaten? Nein. Also ich sage immer cheaten, aber es ist ja einfach kein Cheat. Es ist Glitch oder Bug Using. Ich finde, in einem Einzelspieler, geht das klar. So, was müssen wir denn hier machen? Hä? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Da kommt Batwoman wieder runter. Ach, okay. Irgendwas verschieben wir da oben an der Antenne. Ja, es bringt uns nichts, wenn wir Catwoman hier umhauen, oder? Aber was macht das denn jetzt? Hä? Müssen wir die kaputt machen? Nee. Oder? Nee. Ich dachte, das zieht ihm was ab. Es geht aber auch nicht. Oh, da ist... Da ist da was. Aber da können wir, glaube ich, nicht hoch, ne? Hallo? Hallo, lasst mich bitte in Ruhe. Lasst mich in Frieden, Freunde. Aber, hä? Ich verstehe den ganzen Sinn dahinter noch nicht so ganz. Wenn ich ehrlich bin, ich weiß gerade nicht, was man damit bezwecken soll. Ich bin gerade etwas überfragt. Ich meine, hä? Also ich weiß gerade wirklich nicht, was sie wollen. Ich meine, wir können Catwoman besiegen. Gut, aber was bringt uns das? Das bringt uns gerade nichts. Hä? Ja, aber... Hä? Ja, wir können die beiden anvisieren. Okay, jetzt auf einmal bringt es das. Ich habe keine Ahnung.
Geh weg. Hallo? Okay, die explodieren. Darauf wäre ich ja gar nicht gekommen. Können wir die nicht anvisieren? Ah, ne, können wir nicht. Die laufen auch alle in eine Richtung. So. Ach, oh, jetzt verstehe ich den Sinn dahinter erstmal. Oh Gott, das ist ja... Das ist ja wild. Also das ist ja wild. Oh Gott, ich bin ja... Gut. Ja. Gut. Wir müssen die hier kaputt machen. Ah, jetzt müssen wir wieder auf den Cobblepot werfen, ne? So, wie war das nochmal? Ach da! Guck mal. So, guck. Die kann ich da anvisieren. Geh, hau ab, Catwoman, bitte. Ciao. Ciao. So. Jetzt müsste er doch einfach nach da laufen. Kannst du die noch einen werfen? Er wirft noch einen. Das ist sehr schön. So. Vielleicht machen wir noch einen kaputt damit. Das wäre natürlich extrem nice. Ja. Danke, dass du mir zwei Herzen abziehst. Du bist wunderbar. Ihr seid klasse, Leute. Klasse. Hör mal. Klasse. Und wir haben sogar noch einen kaputt gekriegt. Nice. So, dann wollen wir mal hier, ne? Das hier auch noch vernichten. Damit können wir dann den Cobblepot endgültig loswerden. Es müsste eigentlich so klappen, oder? Oh. 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 Okay, das gibt uns sogar noch was. So, ein bisschen höher. 3 von 4. Ja, der müsste treffen, oder? Der müsste... Der trifft. Oh, nice. So, Junge. Hör doch mal auf. Danke. 4 von 4. Wo ist es aufgetaucht? Da. Oh, jetzt fliegt er. Jetzt fliegt er rum. Er ist natürlich so unnice, ne? Aber den müssen wir wahrscheinlich wieder hier mit den Batarangs runterholen. Ah, guck mal hier. Dann können wir ihm hier... Ja, dein komischer Dings wird dir nie helfen. Hallo? Danke. Ich finde den Bossfight eigentlich ziemlich cool. Aber irgendwie zu lang. Also, und nicht intuitiv genug, finde ich, leider. Danke. Also ich meine, das Spiel soll ja auch für Kinder sein und... Bis man mal darauf kommt, dass man die Dinger da abwerfen muss mit dem Batarang. Tja, und da war es das mit dem Pinguin. Und mit dem Pinguin auch. Und mit Catwoman anscheinend auch. Nice. Level abgeschlossen. Freies Spiel freigeschaltet. Wir haben den Superhelden wieder. Nice. Wir haben ja, ordentlich Steine gesammelt. Ich glaube, obwohl waren gar nicht so viele, ne? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Minikits haben wir 2, ne? Ja. Ne, 3 sogar. Das wird, glaube ich, ein Pinguin. Es würde Sinn ergeben, auf jeden Fall. So, Story abschließen. Arkham Asylum. Ja. Ja.
Ach, ich finde das schön, dass man so sieht, welche man noch alle besiegt hat, wie die dann in der Zelle sitzen. Das haben sie cool gemacht. So. Da haben wir es. 25,1% schon. Wir haben 2 Kapitel von 6 Stück. Das ist krass. Also es gibt anscheinend wirklich gar nicht so viel am Ende zu tun, oder? Weil ich meine, 2 von 6 Kapiteln, dann hätte, das heißt, wir hätten 75%, wenn wir alle Kapitel abschließen müssen. Also müssten wir dann so ungefähr haben. Und da haben wir nicht mal alles gefunden in den Kapiteln. Das heißt also, es wird an Content nach dem Spiel anscheinend nicht mehr so viel geben. Wie ein extra Level oder sowas. Könnte ich mir jetzt vorstellen, oder vielleicht 1 oder 2. Das könnte natürlich noch sein, da wird ja noch was freigeschaltet, aber ich denke mal eher so wie bei Lego Pirates of the Caribbean, dass man ein extra Level hat oder sowas. Aber gut. Besser als nichts. Und wir haben Man-Bat. Oh, und den Yeti haben wir nicht. Pinguin-Unterwürfiger haben wir auch nicht, schade. Ja gut, da fehlen uns noch 2 Stück mit die 39.000 insgesamt kosten. Ich würde sagen, den Yeti holen wir uns jetzt. Der Yeti müsste der mit dem roten Overall sein, oder? Ich meine, das wird nur Sinn ergeben. Nee. Hä? Den habe ich noch gar nie gesehen. Hä? Oder ist das einfach nur ein Charakter so nebenbei? Aber bis jetzt haben wir immer nur Charaktere gekauft, die auch gegen uns waren, oder? Oder war das der mit dem roten Anorak? Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall jetzt überraschend gekommen. So, aber ich glaube, wir haben gerade mal so eine gute Viertelstunde um, oder? Das heißt, wir könnten eigentlich noch in das nächste Kapitel reinschauen. Das erste Level ist ja meistens nicht ganz so lange. So, die Rückkehr des Joker. Und da gehen wir rein. Komm, wir gehen noch in das. Wir nehmen das erste Level noch mit. Jokers Heimspiel. Da sind die Karten des Joker. So. Scarecrow, oder? Das müsste Scarecrow sein. Das ist ein Kobold. Ich weiß nicht mehr genau, wie die ganzen Superschurken heißen. Und da ist er. Oh. Harley Quinn. So, mal gucken. Will er Arkham Asylum angreifen? Das wäre ja so Standard. Ne, er will alles angreifen, okay. Es ist halt der Joker. Boah, den einen kenne ich auch, diese Riesenfliege. Den kenne ich auch. Ist das nicht der Pyromane? Oder soll das nicht den Pyromanen darstellen? So, Jervis. Jervis Tetch, auch bekannt als Mad Hatter, ist ein verrückter Schurke, dessen Handlungen von der Geschichte der Alice im Wunderland beeinflusst werden. Er benutzt geisteskontrollierende Technologien, um andere unterwürfig zu machen. Er lässt sich nie ohne einen großen und spektakulären Hut blicken. Ja, er ist ja auch der Mad Hatter. Wahrscheinlich hat er deswegen auch den Spitznamen. Oh. Ja, ich würde sagen, das ist eine Rakete, ne? Aber er will mehr. Er will mehr. Oh oh. Der Joker ist klasse. Ist auch eine meiner Lieblingsfiguren aus der ganzen Batman-Reihe. Von allen Superschurken. Aber wahrscheinlich stehe ich da auch nicht alleine. Diese Riesenkanone, Alter. Nice. Ach, Robin, ey. So,
So, dann würde ich sagen, wird es natürlich ein bisschen giftig. Ich habe also Vorahnung, dass der Joker eventuell auch durch Gift laufen kann. Das würde auf jeden Fall Sinn ergeben. So, das können wir... Ach, guck mal hier. Das können wir aufschlagen. Wir sind stark. Und natürlich hier wieder mit den Leuten hier rumfighten. So. Oh, vor allem mal 10 hier. Nice, das schmeckt. Das schmeckt halt. Finde ich übrigens cool gemacht, dass man da so mal 10 und so hat auf einmal. Also je nachdem, wie viel man für eine Combo oder so kriegt. Oder wie viele Kombos eher man gesagt... was für eine maximale Combo-Anzahl man macht. So. Das war das der Begriff, den ich gesucht habe. Wir müssen hier auf jeden Fall wieder was bauen. Ich würde mal sagen, dann werden wir da vermutlich Robins Fläche freischalten, oder? Ich weiß nur noch nicht ganz wie. Ach, okay. Batarang vermutlich wieder. Wir brauchen vermutlich wieder den Batarang. Was ist das? Irgendwas, was an der Wand hängt. So random. So. Können wir bitte ihn auch nochmal wegmachen? Dankeschön. Sehr, sehr nett. So. Und Abmarsch. Einen blauen. Den nehmen wir natürlich auch noch mit. Und dann wollen wir uns mal hier einen Weg bahnen. So, 5 haben wir. 25 brauchen wir. Wollen wir mal noch mehr hier einsaugen, oder? So, wir haben 17. 17 ist gut. Aber noch nicht ausreichend. Da haben wir noch mehr. Ja, wo sind denn die restlichen? Wo sind die restlichen? Da sind... Oh, noch einiges an Stats. Nehmen wir mit. Ah, guck mal hier. Guck mal hier. Hier sind noch die restlichen. So, dann wollen wir die mal abgeben. Es sind genau 25. Diesmal gibt es keinen mehr. Na gut. So. Anscheinend wird das Level doch etwas länger, als ich dachte. Ich hoffe, wir bleiben noch einigermaßen im Zeitrahmen. So, da haben wir jetzt ein... Was ist das? Kann das die Sachen weg... Es saugt die weg! Oh, wie nice ist das denn bitte? Das ist geil. Okay, das ist ja absolut gut. Wir haben etwas, was hier diesen Giftmüll wegsaugt. Oh, das ist nice. Ich wette mal, das werden wir auch verwenden können dann, um an vieles zu kommen später. Oder ich hoffe es zumindest. Obwohl, nee, das ist... Ja, wahrscheinlich werden wir das in manchen Leveln nur kriegen können. Indem wir Robins Fähigkeiten da benutzen. So, wir machen trotzdem mal den ganzen Giftmüll auf jeden Fall weg. Ich meine, kann ja nicht schaden und so haben wir weniger Schwierigkeiten, eventuell dann noch da reinzutreten aus Versehen. Na komm. Natürlich wieder Gegner. Ja, natürlich. Ja, dankeschön. Haut ab. Tschüss. Weg mit euch. Warum so viele? Das macht keinen Sinn. Egal. So. Haben wir hier noch irgendwo Gülle, die wir abschippen können? Nee. Aber wir können die hier abgeben anscheinend. Okay. Gut, aber wir haben jetzt alles weggesaugt, was wir so saugen konnten, ne? Also ich wüsste nicht, wo wir noch was finden könnten davon. So, da können wir hoch. Okay. Gehen wir nochmal hoch. Hier. Ah, okay. Gut. Gut, 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 gut. Wir können für Batman was aufbauen. Das wollen wir mal tun. Und das ist der Gleiter. Aber erstmal holen wir uns hier ein paar Stats. Ah, komm. Rein da. Und los geht's. So, danke. Ja. Ja. Wir können übrigens mit Robin auch wieder hier Sachen sammeln. Ich glaube, das sollten wir tun. Ich weiß nicht wofür, aber wir könnten es bestimmt gleich noch gebrauchen. Ach, Mann. Das ist der einzige Nachteil, wenn man das auf der gleichen Taste hat, wie zum Beispiel bauen und sowas. Ist halt nicht so smart, finde ich. Also da hätte ich
eine andere Taste schöner gefunden. So, da haben wir auch noch... Ne, da haben wir nur die Pylonen, die brauchen wir nicht. Ja gut, hier haben wir anscheinend nicht mehr wirklich viel. Ist hier noch was? Oh! Drei blaue? Nehmen wir mit. Was müssen wir denn hier machen? Hier müssen wir doch safe dieses Giftzeug abgeben, oder? Warum komme ich da denn nicht rein? Wieso komme ich da nicht rein? Das ist ärgerlich. Ob die Tür dann aufgeht, weiß ich nicht. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass dann die Tür aufgeht, wenn wir das ganze Giftzeug da einfüllen. So, ne, da müssen wir hinten aufbauen, naja. Ja, da müssen wir aufbauen, dann kann der Robin darüber. Was hat das damit... Können wir das zerstören? Ich weiß, ich muss gleich wieder nicht zurück. Oh, Robin. Weh, du wärst da runtergefallen, Junge. Du bist ja wahnsinnig. Wahnsinnig, mein Freund. So. Hoch da. Wir haben wieder was zum Einsaugen. Und ich wette, wir brauchen das auch gleich. Deswegen ist es ganz gut, dass wir hier alles mitnehmen. Und da oben haben wir ein Mini-Kit. Wo wir aber, glaube ich, jetzt noch nicht drankommen. Ne? Dafür müssen wir erst... Oh, okay. Ach, da brauchen wir hier unseren Batman wieder. Kannst du dich bitte mit dranhängen? Dankeschön. Und runter geht's. Oh, wieder Gegner. Ach, das sind teilweise schon zu viele, finde ich, oder? So, mehr als eine 10er-Kombo geht anscheinend nicht. Und dann immer... Also das ist halt das einzige... Schade, sag ich mal, dass es mehr als eine 10er-Kombo nicht geht und man halt in den Bereichen auch nur so ein paar Stats... finden kann, aber wahrscheinlich wäre es sonst auch zu easy, die Stats zu farmen. Wahrscheinlich haben sie es deswegen extra so gemacht. So, was haben wir hier noch? Ich muss auch aufpassen. Wir müssen auf jeden Fall die ganzen Sachen hier mitnehmen. Zum Beispiel die hier. Ich habe so eine Ahnung, dass wir gleich noch eine Schaltfläche kriegen, wo wir die benutzen können, um ein Minikit zu kriegen. Und man sich ärgert, wenn man es dann nicht bis hierhin mitgenommen hat. Deswegen nehme ich alles mit, weil irgendeinen Sinn müssen die ja haben, oder? Ach, verdammt. Shit. Ich dachte, wir könnten da so runter, aber da ist ja Gift überall. Das ist ja schade. Ah, guck mal hier, 25. Und ich wette, wir erleichtern unser Leben wesentlich, indem wir hier, ah Gott, weg mit euch. Ciao. So, indem wir hier die Sachen hier schon eingesaugt haben, weil wir haben jetzt schon... Ich weiß nicht, wie viele haben wir? 19 waren das, ne? Ne, 22 sogar. Guck mal, haben wir hier sogar genug mit. Ich sauge trotzdem alles auf. Wer weiß, ob da nicht gleich noch was kommt. Und dann könnten wir es gebrauchen. Und dann wäre es schlecht, wenn wir es nicht haben. Deswegen werde ich mal alles mitnehmen, was es so gibt hier. Das frage ich mich halt noch, wie wir das machen können. Und da wäre halt so eine Erklärung schön. So von wegen, keine Ahnung, Harley Quinn kann das, der Joker kann da dran oder so. Das fehlt mir so ein bisschen in dem Game hier. Da haben sie halt ein bisschen rumgeschlampt, finde ich. Oder man wollte halt, dass man das davon selbst drauf kommt, aber... Ja, oder auch hier. Wenn ich jetzt hier hingehe, ich meine, ich kann mir erklären, okay, das wird vermutlich der Riddler sein, der hier drauf zugreifen kann. Aber hier, wenn ich jetzt... B drücke. Es gibt keine Hilfe. Können wir die Hilfe irgendwo einstellen? Ich glaube aber nicht, ne? Ne, ich glaube, die Hilfe können wir nicht mit einstellen. So, naja, gut. Okay, dann werden wir mal weitermachen. Und mit Robin hier das... Vermutlich das Auto wieder freischalten. Und wir werden hier unten auch mal gucken, ob hier noch irgendwo einige blaue Steine oder Stats oder so sind, die wir... noch nicht gefunden haben. Die sind nicht. Okay, schade. Oh, ist das... Oh, Moment, doch. Haha, guck mal. Alles für unsere... Was ist das denn? Oh, okay. Es ist nicht das Auto, es ist aber was, womit wir das Auto hier hinholen können. Da ist das Auto. Da ist das Auto. So, und ich glaube, wir können nämlich das Güllezeug gleich da abgeben. Und dann... Kriegen wir da auch noch was freigeschaltet, wahrscheinlich für. So, alles hier reinlunsen. Ich finde das cool, wie das einfach die ganze Zeit so auf dem Boden drauf ballert, weil einfach der Tank so voll ist. So, mal gucken. Nice. Unser Tank hinten hat sich aber auch schon gut gefüllt, ne? Ich frage mich, ob das jetzt reicht. Ja, das reicht. Ja, okay, das habe ich mir schon gedacht, dass wir das da abgeben können. Dann werden wir das doch auch mal machen direkt.
So, da müssen wir hier dran erstmal vorbei, weil da müssen wir vermutlich rein. Und ich hoffe einfach, dass wir da rein müssen und dass wir das, was wir jetzt machen, dass das etwas ist, was wir machen können. Und dass uns das ein Minikit gibt. Das wäre halt schön. Mal schauen. Da. So. Dann saug mal ab das Ding. Ja, nice. Gibt uns sogar ein Minikit. Wunderbar. So, nehmen wir mit. Dann unser erstes von 10 in dem Level hier. Ah, und ich habe gerade gesehen, wir sind jetzt ungefähr bei der halben Stunde, wenn ich mich nicht um 10 Minuten vertan habe. Wenn ja, es tut mir leid. Wenn es zu lange wird, werde ich das Video splitten, aber erstmal abwarten. Ansonsten werden wir mal gucken, dass wir hier weitermachen. Eventuell kannst du bitte da drüben stehen bleiben. Achso, da können wir noch gar nichts dran machen. Aber hä? Was müssen wir hier schon wieder mit dem Batarang? Nichts. Aber wie kommen wir da hoch? Das ist wieder sowas, nicht sehr intuitives. Müssen wir da hin? Da können wir aber nicht dran. Hä? Also ich weiß jetzt nicht, wie wir da hoch sollen. Aber wie machen wir das denn? Müssen wir da irgendwo mit dem Battery... Ach, okay, ich sehe es. Ich sehe es. Es tut mir leid, ich sehe es. Ich weiß jetzt, wie wir da rüberkommen. Wir müssen den Glider benutzen und da rüberfliegen. Ah, guck mal hier. So, guck mal. Deswegen auch dieses Ding da zum Festhalten, was wir jetzt zum Glück nicht mal brauchten. Und vermutlich können wir dann da unten rein. Aber ich guck mal eben nach. Ah, er springt nicht. Gut, ich glaube, das ist so nicht vorgesehen. Deswegen klappt es nicht so gut, wie ich dachte. So. Ich wollte gerade sagen, bleibst du bitte da hinten stehen. Haben wir hier gleich schon unseren Mad Hatter. So, da oben sind auf jeden Fall irgendwo Gegner, die uns hier die ganze Zeit abschießen, was ziemlich ungeil ist. So, da werden wir überall noch nicht reinkommen. Das ist das Gas, was die Harlequin auch hatte. Da werden wir vermutlich so noch nicht ganz reinkommen. Ja, den Superhelden, der ist auch noch nicht so in greifbarer Nähe, oder? Ich meine, ich habe auch, glaube ich, viel liegen lassen, aber trotzdem ist der Superheld noch ein ganzes Stück weg eigentlich. Oder das Level geht halt noch extrem lange, was ich nicht hoffe. Ich habe jetzt gedacht, erste Level hier geht ja ein bisschen ratzfatz eventuell. Haut ab. So. Aber anscheinend nicht. Anscheinend dauert das länger, als ich dachte. So, da können wir auf jeden Fall was aufbauen. Das ist schon mal schön. Dann wollen wir es doch auch mal aufbauen, oder? Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, was haben wir hier noch? Hier haben wir eine Eistüte. Okay. Und so haben wir unseren Gabelstapler zusammen. Unseren eigenen. Weil der eine da ist halt zu... Keine Ahnung, zu normal? Ich weiß es nicht, warum. So, ah, hier können wir die aber kaputt machen damit. Das ist gut. Ach, okay. Wir können jetzt noch einen zweiten Gabelstapler anscheinend bauen. Ja, natürlich. Natürlich können wir das. Was ist da hinten drauf? Also, warum ist da ein Eis drauf eigentlich? Warum sind da Eistüten drauf? Und warum nimmt Batman nicht den anderen Gabelstapler? Kannst du bitte aufbauen? Danke. So. Oh, es stockt wieder ein bisschen. Ja, okay. Ja, die drei Stocker, die kennt man. So, was müssen wir jetzt hier... Können wir die Gabel hoch und runter machen? Anscheinend nicht. Na gut, dann halt nicht. Oh, oh shit. Das war nicht gut. Das war nicht so gut. Da müssen wir hoch. Ach, okay. Können wir mit dem anderen denn da hoch? Ah, nee. Ah, ich bin doof. Natürlich. Hier ist was zum Bauen. Ja, okay. Okay, okay. Ich hab's nicht gesehen.
Kannst du aufhören, dich dahinter zu verstecken, das einfach kaputt machen? Wir wollen ja immer noch den Superhelden haben und das könnten wir auch noch locker schaffen, würde ich mal sagen. Ach, okay. Ah, ich sehe es, ich sehe es. Ja, ich stand so ein bisschen auf dem Schlauch vorhin, aber jetzt weiß ich, wie wir die Sachen hier aktivieren und sowas. Ja, ja, ja. So, der erste Stocker, der zweite Stocker und der dritte Stocker. So. So langsam scheint es wieder ein bisschen durchzudrehen hier, das Spiel. Deswegen machen wir mal, dass wir schnell durchkommen. Wir müssen sowieso nochmal die Level durchgehen. Wir müssen die Level sowieso nochmal durchgehen. Und nächstes Mal werde ich dann nicht noch eins anfangen, vermute ich. Dann werde ich die Folgen halt ein bisschen kürzer lassen. Aber ich finde halt dieses Durchrushen auch nicht so geil. Da mache ich es lieber mit bisschen Geduld, alles angucken und so. Finde ich da wesentlich angenehmer. So, und aufbauen. Okay, das ist noch nicht ganz richtig. Okay, da müssen wir noch hoch. Was müssen wir denn da machen? Ach, okay, ist das zum Gift absaugen? Ist auf jeden Fall dafür da, um uns zu ärgern. Nee, da können wir noch nicht rein. Hä? Mann, die Stocker sind aber schon nervig, also... Hm. Hier können wir auch noch nichts machen. Okay. Ach, jetzt, ja, jetzt können wir. Jetzt können wir. Müssen wir das machen? Nee. Machen wir es mal bis zum Ende. Okay, jetzt vermutlich, oder? Ah, jetzt füllt sich das mit Gülle. Aber gibt uns dadurch die Plattform frei, was halt gut und schlecht ist. Oh, hör auf zu gleiten, wenn es nicht soll's, Mensch. Das ist halt auch so ein bisschen anstrengend, dass der immer von alleine gleitet. Also, dass der auch immer so, wenn man A gedrückt hält, gleitet. Na gut, dann wollen wir mal wieder runterschweben. Das müssen wir mit dem Ding darüber. Das finde ich immer sehr gut bei Lego-Spielen. Irgendwelchen Autos über solche, sagen wir mal, eng besiedelten Brücken. Oh, Mann, meine Blauen. Ihr seid kacke. So. Wenn den einen Blauen kriege ich nie wieder, ne? Nee. Schade. Aber wir haben den Superhelden. Gut, das hat nicht so... Es war nicht so schlimm. Sag ich mal so. Wir haben unseren Superhelden endlich wieder. Warum sollte ich da so lebensmüde draufspringen für Gold? Ich meine, es war nicht so lebensmüde, wie ich mir gedacht hatte, aber warum sind da nur Goldsachen drauf gewesen? Dann hätte man das einfach leer lassen können, oder? Dann hätte man das auch einfach leer lassen können. So. Nein! Wo ist eigentlich Robin? Wo ist der? Warum ist der schon wieder irgendwo weg? Hm. Die KI wieder. Die KI ist einfach immer noch dämlich. Ich meine, ja, klar, ne, das wird sich jetzt nicht geändert haben, weil Fluch der Karibik spielt später als hier. Als das hier. So, Robin, warum bist du doof? Und Batman, du kommst bitte jetzt auch mit. Kann doch nicht wahr sein, ey, dass man da immer so ein Kack drum machen muss, ey. Mann. Ach, das ist elektrisch. Ja gut, aber trotzdem halt dämlich, ne? Dass die KI halt immer so ihre Sachen da macht. Aber egal. Wie gesagt, ich habe nicht damit gerechnet, dass die KI besonders gut wird, weil Lego Pirates of the Caribbean ist, glaube ich, von 2011. Das Spiel müsste auch noch von 2008 so um den Dreh sein. Also ist auch noch von den alten Spielen. Von den ersten Spielen. So, da kommen wir vermutlich nicht hoch. Hier will ich auch nirgendwo anders hin, eigentlich. Ich will jetzt erstmal zu Trench. Beziehungsweise zum Mad Hatter. War ja Trench, oder? Ich kenne den mit Vornamen nicht. Den Mad Hatter kannte ich sogar. Den Mad Hatter, muss ich zugeben, den kannte ich sogar. Den kenne ich aber anders. Ich kenne den aus Arkham Asylum. Was ich übrigens auch Let's Played habe. Guckt mal vorbei, wenn ihr Batman mögt. Und da kam der, glaube ich, in einem der Berichte vor. Und, ja, gut. Ich muss zugeben, mehr sagt er mir jetzt auch leider nicht. Weil
Ich habe leider die Batman-Comics nicht so gelesen und die kenne halt nur die Filme so ein bisschen. Aber ist auch schon lange her. Da kenne ich halt wirklich nur noch so Charaktere wie zum Beispiel Joker. Also Joker sollte man kennen. Wenn man Batman kennt, sollte man auch den Joker kennen. Dann kenne ich auch Harley Quinn, die sollte man natürlich auch kennen. Aber ich kenne halt auch zum Beispiel Killer Croc, ich kenne Bane, ich kenne den Pinguin in beiden Formen, in drei Formen sogar. Ne, warte mal. Ich kenne ihn in der Gotham-Form und ich kenne ihn als diesen ründlicheren, psychisch kaputten, kenne ich den auch. Also ich kenne schon ein paar. Scarecrow kenne ich, den aber eher so von den Arkham Asylum Game, also Batman Arkham Asylum. Ah, was ist das denn? Ist ja nervig. Ich muss zugeben, die Kritik, die viele übten wegen zu vieler Gegner, die kommen. Ich meine, stimmt schon. Muss ich leider zugeben. Dass das schon einiges an Gegner ist. Und auch schon ein bisschen zu viel ist. Also, hätte man. Das ist halt. Man will es, glaube ich, damit schwieriger machen. Aber es macht es halt nur anstrengend. Was halt nicht so der Sinn und Zweck von einem Lego-Spiel ist, finde ich. Ich finde, für ein Lego-Spiel. Das sollte nicht anstrengend sein. So, hier kommen wir wieder nicht hin. Hier brauchen wir wieder, irgendeinen Special-Charakter. Keine Ahnung wen. Kriegt man ja nicht gesagt, leider. Aber gut. Der Mad Hatter. Oder wie auf Deutsch heißt, der Hutmacher. So. Was ist hier der Clou? Da ist ein Mini. Können wir denn so ans Minikit dran? Nee, können wir nicht. Schade. Ja, danke für meine Sachen hier wieder. Für meine Stats. Ja, wir haben zwar den Superhelden, aber wir wollen ja auch ein bisschen was freischalten gleich noch zum Ende hin. So, machen wir mal hier die... Hallo? Gegner platt. Und wollen mit Robin mal hier hoch. Ich habe so die Befürchtung, dass wir das müssen. Oh, sogar mit Batman, weil wir hier zu zweit drauf müssen. Natürlich. So. Ach so, okay. Ja, das ist lustig gemacht. Das ist wirklich lustig gemacht. So. Ach, er macht hier so einen komischen Strahl. So, den wir nur dadurch... Die Technik machen sie auch gerne rein, oder? Die haben sie bei Pirates of the Caribbean mit dem Blackbeard am Ende gemacht. Die haben sie bei Star Wars, die komplette Saga, haben sie die Thematik mit dem Imperator gemacht. Ich weiß gar nicht, bei Indiana Jones weiß ich gerade gar nicht. Bei Harry Potter hatten sie es, glaube ich, nicht gemacht. Da war ja auch diese... Oh, da explodiert, glaube ich, was. Da hatten sie, glaube ich, die Sache gemacht mit den... Mit den Duellen. Okay, wir kommen nicht mit dem Blauen da so hin. Aber da weiß ich gar nicht, ob wir auch was hatten, wo wir dann mit einem anderen hin mussten. Oh, der ist weg. Ah ne, ein Leben hat er denn noch. Okay. Und ciao. Ah, der Joker ist aber leider weg. So, Level abgeschlossen. Sehr schön. Und auch nur um eine Viertelstunde überzogen, glaube ich. Aber ich werde es nicht teilen. Ich lade es so hoch. Das passt schon. So, Superheld haben wir. Haben wir jetzt auch mal eine längere Folge. Steine gesamt. 82.000. Ja, das geht. Und wir haben ein Minikit, ne? Nur eins. Nicht so ergiebig, das Level. Bis jetzt aber gar kein Level, ne? Also wir haben bei jedem Level fehlten uns so richtig viele Minikits und alles. Und, diese Bürger in Gefahr, die erschließen sich mir auch noch nicht so ganz.
Die werden auch nicht angezeigt. Das finde ich halt ein bisschen schade. So, weil ich würde schon gerne sehen, wie viel mir da noch fehlen. Und ich... Oh, sorry. Ich dachte erst, das wäre ein Gegner. Ich bin doof. Und das ist ja auch schon so ein bisschen... Ich denke mal, das muss man auch für die 100% haben, ne? Diese Gegner in... Ach, die Bürger in Gefahr oder so. Glaube ich zumindest. So, was können wir freischalten? Pinguin. Joker-Schläger und Joker-Handlanger. Ja. Jetzt haben wir schon mal ein paar Sachen wieder frei. Oh. Mad Hatters Dampfer. Nice. Oh, ah, den kriege ich nicht mehr, ne? Mad Hatters Gleiter. 3000. 3000 kriegen wir zusammen. Das wird nicht das Problem sein. Ja, guck mal da. Da müssen wir nicht mal hier groß den einen blauen noch haben. Da geht das so. So, Mad Hatters Gleiter. Und damit haben wir auch einiges an Charakteren jetzt freigeschaltet, würde ich sagen. Und dann sehen wir uns auch das nächste Mal wieder. Und bis dahin auf Wiedersehen.